Für Dr. Charlotte Engel nimmt gleich die Versorgung einer Patientin in der Notaufnahme einen unerwarteten Verlauf. So, was ist passiert? Sie sind die... Ich bin die Schwester. Die Schwester, ja. Genau. Ja, und was ist... Mir leid, das ist... Ja. War, aber die war auch vollkommen abwesend, die junge Frau hier. Klingelt ein Telefon? Ja, Entschuldigung, das ist Jan ist. Mein Sohn. Okay. Ja, machen wir später. Ja, also... Okay. Also wir haben Tennis gespielt und sie war nicht aufmerksam und ich habe voll einen Schmetterball auf ihren Kopf. Alles klar, dann gucken wir uns das mal an. Können Sie einmal abmachen und einmal den Kopf ein bisschen drehen? Ja, super. Okay. Aber das ist halb so schlimm, ich habe nur kurz nicht aufgepasst. Adaptiert okay, aber gut, ne? Also können wir gut mit so Steristrips einfach nur draufkleben, müssen wir nicht nähen. Mhm. Haben Sie denn Kopfschmerzen oder irgendwie sonst was? Nein. Nee, okay. Wir werden das jetzt versorgen, wir müssen es also nicht nähen, aber wir kleben da so ein bisschen was drüber, was Sie dann beim Hausarzt weiter letztendlich versorgen lassen. Okay. Und dann kann ich auch wieder direkt gehen, ne? Dann können Sie von mir aus gleich nach Hause. Ja. Naja, also so ganz alles ist es ja nicht. Ne? So, also in letzter Zeit ist sie echt so ein bisschen, was soll ich sagen? Also die ist immer müde, dann ist sie oft schlecht, dann muss sie ständig aufs Klo. Wir können gar nicht richtig spielen, weil ständig irgendwie Unterbrechung. Das hat doch jetzt damit gar nichts zu tun. Das ist doch, das ist ja halt manchmal so. Die Symptome, die die Schwester schilderte, passen eigentlich auch auf eine mögliche Schwangerschaft. Deswegen habe ich angeboten, dass wir hier einen Test durchführen. Aber zu diesem Test kam es erstmal nicht. Frau Meier, mein Angebot wäre jetzt, Sie sind sowieso bei uns in der Klinik. Wir können einmal im Urin gucken, ob wir das Beta-HCG schon nachweisen können. Also ein Schwangerschaftshormon. Und dann wissen wir ganz klar, schwanger ja oder nein. Es gibt dir einen Ruck, Susanne. Meine Güte. Das geht ganz schnell. Aber nur, wenn du dann Ruhe gibst. Ich bin froh, dass Janis bei mir ist. Ja, und der weiß von Harald nichts. Der steckt gerade in seiner Prüfung. Der muss den Kopf frei haben. Ja, sowas fehlt jetzt. Ja, der Sohn ist 16. Der ist jetzt gerade wieder zurückgekommen zu ihr. Und ist im Moment, eigentlich alles schön, ne? Ja. Aber vielleicht freut er sich ja auch über ein Geschwisterchen. Woher ist er denn zurückgekommen? Der war bei ihrem Ex-Mann. Da musste er mal eine Zeit lang bleiben und ist aber jetzt Gott sei Dank wieder bei ihr. Okay, das sind ja alles familiäre Angelegenheiten, da will ich mich gar nicht einmischen. Dann würde ich vorschlagen, gibst du ihr ein Becherchen mit, dann können sie auf Toilette gehen, kommen zurück, wir halten da so einen kleinen Stick rein und dann wissen wir auch mehr. Okay. Ja? Alles klar. Alles klar. Ja, wenn sie dann... Genau. Ah! Was haben Sie? Oh, aua. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Aua. Eine ganze Seite tut weh? Die ganze Seite? Die Ärztin geht den plötzlichen Schmerzen der 41-Jährigen sofort auf den Grund. Patientin Susanne hat offenbar schon seit einigen Tagen ein leichtes Ziehen in der Seite bemerkt. Dr. Charlotte Engel führt einen Ultraschall durch und findet dabei einen möglichen Auslöser für die akuten Beschwerden. Das sieht so aus, als ob Sie da Steine in der Niere hätten. Und vor allen Dingen, so wie Sie jetzt hier schmerzgeplagt sind, glaube ich, dass ein Stein davon gerade abgegangen ist, in den Harnleiter. Und das führt dann zu diesen kolikähnlichen Schmerzen. Das hatten Sie so aber noch nie, ja? Nein. Okay. So. Was machst du denn für Sachen? Ich weiß auch nicht, wieder. Ich sag mal, ist gut, dass Sie jetzt hier sind. Ich rufe jetzt mal den Kollegen aus der Urologie an, dass der bitte einmal... Oder klingelt schon wieder am Telefon? Ja. Hallo? Ach, Janis, ja. Nee, keine Sorge, die Mama ist bei mir. Ja, mach dir keine Sorgen, alles ist soweit gut, aber komm doch mal ins Krankenhaus. Ja? Nee, mach dir keine Sorgen, ist nicht so schlimm, aber kriegen wir hin. Ja, kommst du gleich. Kein Bock zu Janis, wenn der hier reinkommt. Ja, kurz zum Rollstuhl. Ja. Aber eigentlich, der ist groß genug, Susanne. Mit dem kann man reden. Wenn er mit seinen Prüfungen fertig ist, dann kann man immer noch reden. Meine Gedanken waren, als ich gehört habe, dass die Frau Meier nicht wollte, dass der Sohn erfährt, dass sie einen neuen Lebensgefährten hat. Gut, also Kinder müssen nicht alles wissen, was die Eltern machen. Aber das ist doch schon ein Thema, wo man ja schon die Kinder informieren kann. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mich natürlich gefragt, was steckt so dahinter? Warum ist ihr das so wichtig, dass der Sohn das nicht erfährt? Ob die Nierenprobleme oder die noch nicht ausgeschlossene Schwangerschaft der Patientin mit dieser Geheimniskrämerei zu tun haben könnten, stellt sich hoffentlich mit den Folgeuntersuchungen heraus. In der Zwischenzeit braucht ein sehr unglücklicher Paketbote dringend Hilfe. So, hallo, Herr Schmidt, Engel ist mein Name. Guten Tag, was ist passiert? Ich kam jetzt gerade von der Arbeit. Ich hatte jetzt auch das letzte Paket auszuliefern und dabei das Gleichgewicht verloren.
und bin auf meinen Arm geflogen. Einfach hingeflogen? Gestolpert oder irgendwas? Ja, weil ich wahrscheinlich zu fett bin und bin dann einfach weggeflogen. Ach, Herr Schmidt. Na, Sie sind jetzt gut dabei, aber so, dass man jetzt da direkt Gleichgewicht verliert, ist eigentlich schon. Dann lassen Sie mich mal den Arm einmal untersuchen. Ich bin einfach ein Trottel. Das kann ja passieren. Ne? Neben dem schmerzenden Arm hatte Herr Schmidt noch ein deutlich erhöhtes Körpervolumen. Und er selbst nannte sich auch Trottel, dass er aus dem Gleichgewicht gekommen sei und deshalb gestürzt war. Aber die wahre Ursache des Sturzes, die lag ganz woanders. Finger mal alle Handgelenk hier, das geht, ja? Ja, das geht, aber es tut höllisch weh. Das tut höllisch weh und der Arm sieht auch so aus, wenn ich ehrlich bin, als ob der tatsächlich gebrochen ist. Ja, sieht total heftig aus. Ich melde auf jeden Fall einen Termin jetzt in der Radiologie an. Aber trotzdem, sagen Sie mal, Herr Schmidt, riechen Sie nichts? Mhm. Ich bin erkältet, ich rieche nichts. Es riecht schon nach Kot, also... Weiß nicht, vielleicht sind Sie ja doch auch irgendwo reingetreten, keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Nehmen Sie ruhig mal die Tropfen, damit die Schmerzen gleich besser werden. Können Sie auch gern was hinterher trinken. Die schmecken ja nicht so ganz besonders gut. Ja. Vielleicht schaue ich mir mal die Schuhe an. Ja, gerne. Ja. Ach, du hast noch Handschuhe. Können Sie mal. Oh ja, gucken Sie mal. Hier ist der Übeltäter. Ich glaube, Sie sind jetzt nicht wegen Ihres Gewichts irgendwie, letztendlich hier. Haben sich den Arm gebrochen, sondern ich glaube, Sie sind wahrscheinlich einfach ausgerutscht. Das kann natürlich irgendwie Normalgewichtigen auch passieren, aber letztendlich, vielleicht wenn Sie vorhaben, ein paar Kilos zu verlieren, dann wäre das natürlich für die Gesundheit nur förderlich. Das ist so typisch, dass mir das wieder passiert. Ja. Ja, Herr Schmidt, machen Sie sich keine Vorwürfe. Ich würde Ihnen, vielleicht kannst du ihm gleich nochmal... Soll ja Glück bringen, ne? Soll ja Glück bringen, genau. Vielleicht kannst du ihm gleich nochmal von unserer Ernährungsberaterin eine Karte da geben. Mhm. Da gibt es einfach Fachpersonal, was Ihnen einfach helfen kann, ein paar Kilos zu verlieren. Aber jetzt machen Sie sich keinen... Sie sind nicht wegen dem Bauch jetzt hingefallen, sondern Sie sind tatsächlich einfach ausgerutscht. Also Herr Schmidt wirkt ja mit sich selber unzufrieden und mit seinem Gewicht. Und gut, er hat jetzt ein bisschen mehr... aber das ist ja schon mal eine gute erste Erkenntnis. Meine Kollegin, die Ärztin, hat ihm ja auch eine Ernährungsberatin empfohlen. Und das ist ja schon mal ein erster guter Schritt, das selber einzusehen, um da vielleicht dann ein paar Kilo zu verlieren. Der 33-Jährige ist von seinem Armbruch vollständig genesen und hat sein Gewicht mit Hilfe der empfohlenen Ernährungsberaterin erfolgreich reduziert. Auf Patientin Susanne kommt hingegen ein längerer Klinikaufenthalt zu. Und auch das Ergebnis des Schwangerschaftstests liegt inzwischen vor. So, Frau Meier, ich habe jetzt noch mal mit dem Urologen gesprochen. Und der hat sie ja eben auch schon mal gesehen und hat jetzt auch noch mal besprochen mit seinem Oberarzt. Also tatsächlich werden wir sie aufnehmen und werden auch eine Harnleiterspiegelung machen. Ne, die Steine haben sich bestätigt. So, gehen Sie mal durch. Das ist Hallo. Ihr der Sohn. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Alles ist gut. Alles. Oh. Was passiert? Nichts passiert, ist alles okay. Ich hätte nur ein bisschen an der Niere Schmerzen gehabt, aber sonst alles okay. Darf ich vor allem hier die Ergebnisse weiter besprechen? Magst du nicht lieber nur ein bisschen raus? Hier. Ich bleib hier, ich bin schon groß genug. Ja, aber du hast doch so viel im Kopf. Magst du nicht lieber draußen warten? Ich kann das schon. Ich bin schon groß genug. Das kriegt er hin. Ja, okay. Ja? Okay, also tatsächlich, genau, wird der Urologe sie jetzt aufnehmen und eine Harnleiterspiegelung machen. Im Urin haben wir auch tatsächlich erhöhte Entzündungswerte gefunden. Ne? So Nierensteine können davon kommen, von zum Beispiel ungesunder Ernährung oder eben auch Übergewicht, was die natürlich nicht haben. Aber generell, wenn die Nierenfunktion einfach gestört ist, ne? Und eben häufige Blasenentzündungen können eben auch dazu führen. Die Nachricht, ich weiß jetzt nicht, ob die gut oder schlecht ist in Ihrem Fall, ist aber, schwanger sind Sie definitiv nicht. Wie kommt das denn? Das war ein Missverständnis. Das war ein normaler Test, das war nur ein Missverständnis. Als die Information im Schockraum zum Tragen kam, dass Frau Meier nicht schwanger ist, war der Sohn natürlich völlig schockiert oder überrascht. Was man natürlich verstehen kann, er hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, was auch im Vorfeld für Informationen geflossen sind, dass wir schon wissen, dass Frau Meier einen Lebensgefährten hat.
Dann würden wir das so machen, dass wir tatsächlich noch einmal Blut abnehmen, Blut? Weil Sie hatten mir ja geschildert, dass es Ihnen schon seit Wochen irgendwie nicht so gut geht und auch mit dieser ständigen Müdigkeit, ja, ne, dass Sie eben gesagt haben, so, ne? Und da habe ich mir überlegt, da würde ich gerne noch mal das Blut genauer auf irgendwelche Mangelerscheinungen untersuchen. Mhm. Ja, das ist manchmal so, dass der Körper irgendeinen Mangel hat und da können wir dann einfach gut reagieren und Ihnen letztendlich was geben. Kann ich mal eben okay. Ja? Ja, okay. Ja, ich merke schon seit ein paar Tagen, dass ich öfters auf Toilette muss. So mit dem Pipi, ne? Ja, ja. Mhm. Sie bekommen da von uns jetzt natürlich auch ein Antibiotikum noch, ne? Und dann wird das auch besser werden. Aber klar müssen wir gucken, woher kommen jetzt die Steine, dass die nicht noch mal auftreten. Dass die Erkrankung von Patientin Susanne einen traurigen Hintergrund besitzt, können auch Sohn Jannes und ihre Schwester Nicole noch nicht wissen. Am folgenden Tag stößt Dr. Charlotte Engel anhand der Blutanalyse jedoch auf einen überraschenden Hinweis. Hallo Familie Meier, hallo. Guten Morgen. Ich will gar nicht lange stören. Sie sind ja auch hier bei den Urologen in den besten Händen. Ich bin ja auch froh, dass die Steine gut entfernt werden konnten, ne? Und dass die Schmerzen ja auch deutlich besser sind. Jetzt hatten wir ja gestern noch mal gesprochen über diese, ne, in den letzten Wochen, diese Abgeschlagenheit, sodass ich ja noch mal das Blut speziell untersucht habe, eigentlich auf Mangelerscheinungen. Jetzt habe ich aber tatsächlich was gefunden, was absolut kein Mangel ist, sondern was total viel zu hoch im Blut ist. Und das ist das Vitamin D, Frau Meier. Können Sie mir dazu was sagen? Vitamin D ist ein Vitamin, was wir eigentlich über die Sonne letztendlich und dann über die Haut aufnehmen. Das können wir niemals überdosieren, aber wenn man es eben oral einnimmt, dann besteht die Gefahr. Und dann kann es eben zu möglichen Nebenwirkungen wie jetzt zu dieser Bildung der Nierensteine führen. Ich habe die letzten Tage jetzt gedacht, ich krieg wieder einen Rückfall. Und, wie wieder Rückfall? Was heißt das? Ja, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Hallo. Ich bin schon groß genug, ich bin älter als 10. Ja, als dein Vater und ich, als wir uns getrennt haben, wir haben uns getrennt, weil ich eine schwere Depression hatte. Du bist ja dann mit Papa gegangen und ich hab's Gott sei Dank gut mit ärztlicher Hilfe in den Griff bekommen, aber ja, dann ging's mir auch wieder richtig gut, dann habe ich Harald kennengelernt. Harald? Ja, ich wollte es dir erst ein bisschen später sagen, wenn ich mir sicher bin, ob es auch funktioniert mit uns, aber wir sind nicht mehr zusammen, darum habe ich auch nichts mehr erwähnt. Aber wieso hast du mir das denn nicht erzählt? Wann ist das denn passiert? Du weißt doch, wie ich bin, Nicole. Ich wollte euch doch damit nicht zur Last fallen. Und um nicht wieder eine Depression zu bekommen, habe ich gedacht, bei dem Ganzen nimmst du einfach mal ein bisschen Vitamin D. Und aber ein bisschen reicht da nicht aus. Wie viel haben Sie denn genommen? Ich muss sagen, ich habe die doppelte Menge genommen, weil ich dachte, dass... Ich dachte, das hilft mir halt dann ein bisschen besser. Echt? Aber das müssen Sie ja schon seit Wochen genommen haben, hier bei dem Wert. Ja, ich nehme es jetzt, ich weiß nicht, seit einigen Wochen. Offensichtlich hat Frau Meier schon seit längerer Zeit mit Depressionen zu kämpfen und hat sie eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Leider wusste der Sohn auch gar nichts davon. So kam es für ihn aus heiterem Himmel, dass damals offensichtlich in der Trennungssituation es seiner Mutter so schlecht ging, dass sie sich jetzt heute selbst therapiert und einfach in die Apotheke geht, sich Vitamin D holt und das total überdosiert, zeigt mir, dass sie wirklich starken Redebedarf hat. Und deshalb habe ich ihr gesagt, sie soll sich unbedingt bei einem Psychotherapeuten melden. Auf jeden Fall wird das Vitamin D zu den Steinen geführt haben und letztendlich dann auch zu diesem Klinikaufenthalt. Okay. No? Das heißt, wenn ich das jetzt nicht mehr nehme, kriege ich sowas ja, nicht mehr. Also Sie unterlassen das natürlich jetzt. Wir kontrollieren das nochmal. Der Spiegel wird sinken, denn das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Aber wenn Sie das jetzt unterlassen, werden die Steine natürlich nicht nochmal wiederkommen. Ja, Sie werden auf jeden Fall noch eine Nacht hier bei uns bleiben. Und dann natürlich nie wieder nehmen. Und wenn es Ihnen nicht gut geht, dann natürlich der klare Hinweis, bitte einen Therapeuten aufsuchen. Dann gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie sich eine Überweisung geben für eine Psychotherapie. Denn das ist das Einzige, was wirklich hilft. Du hättest auch mal was sagen können, Mensch. Ja, ich wollte doch, dass du deine Sachen erledigst, deine Prüfung machst. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ja, aber ich will ja nicht lästig sein. Ja. Kannst du doch mal sagen, hey, mir geht's nicht gut. Ja, beim nächsten Mal werde ich auch mit euch sprechen. Versprochen. Susannes Blutwerte haben sich nach dem Absetzen des Vitamin-D-Präparats erwartungsgemäß normalisiert. Der Alleinerziehenden ist klar geworden, dass sie auch mit ihrem Sohn über ernste Dinge offen reden kann. Die Trennung von ihrem Freund hat die 41-Jährige mit therapeutischer Unterstützung überwunden.